Hallo, meine lieben Kreativen! Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Bastelkanal und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Na, dann wollen wir mal loslegen mit dem Video. Ich habe wieder tolle Ü-Post von der lieben Anja bekommen. Sie hat auch einen Bastelkanal und den verlinke ich euch sehr gern in der Infobox. Er heißt 21 Stump Street. Ihr könnt gern mal reinschauen bei ihr. Du hast Post. Na, gucken wir mal. Oh ja, cool. Eine tolle Karte. Oh, die ist ja schön. Hier mit den kleinen Libellchen. Und hier wieder dieser Rupfen. Freunde. Schön. Ach, wieder nicht richtig gehalten. Wird langsam wird. Dann lesen wir. Oh, fällt noch was raus. Ein paar Sticker. Toll. Gucken wir gleich mal rein. Oh ja, die sind niedlich. Cool. Krieg schon wieder Appetit. Nee, mehr das Essen. So, dann lesen wir mal kurz. Ja. Ich freue mich sehr über das Foschi. Und ich finde sicher Verwendung für diese schönen Sachen, die du mir schickst. Und ich sende dir auch eine Umarmung zurück. Ganz, ganz liebe Umarmung. Und ich lasse dich wissen, wenn ich wieder was von Action brauche. Na klar. Wir können ja ein bisschen hin und her tauschen. Ich habe hier auch ein paar Sachen. Vielleicht findest du ja bei mir auch was. Das machen wir gern. Da ist sie. So, jetzt zeige ich euch mal die Pakete, lasse sie ein bisschen reinschweben und dann packe ich schon mal was aus und dann zeige ich euch die Sachen. Ich habe jetzt alles mal ein bisschen ausgepackt, damit das Geknister nicht mehr so losgeht. Und jetzt zeige ich euch mal die wunderschönen Sachen. Hier sind so coole Sticker. Guckt mal, die sind schön. So, was mache ich ja gerne. So ein bisschen pastellig. Hier mit den Pünktchen, das ist ja auch hübsch hier. Und diese Blumenhäuschen. Und hier solche Tags. Das sind solche richtigen dicken Pappsticker. Das finde ich schön. Vielen lieben Dank. Oh, das ist toll. Oh, hier, ja, noch mit der Seefahrt. Das ist auch schön. Cool, hier so die Seekarten. Das finde ich toll. Das Schiffchen hier. Cool. Die Tags. Vielen lieben Dank. Oh, da bastel ich gern mit. Toll. So, und hier kommt noch was Buntes. So coole Glitzersteinchen. Die sind auch toll. Die sind ja hübsch hier, die Blümchen. Toll. Oh, das ist was für mich. Da geht's basteln los. Vielen lieben Dank. Oh, cool. Oh, und dann haben wir hier noch solches. Dann haben wir hier noch so cooles Bordenband, das so ein bisschen elastisch ist. Das lässt sich auch cool für Mini-Alben verwenden. Das ist auch schön. Danke. Oh, jetzt kommt hier noch Holzpapier. Oh, das finde ich auch schön. Hier so. Wie Parkett. Das ist auch so. Als ob man drauf laufen könnte. Das ist auch cool. Mit den Nägeln hier drin. Schön. Oh, schön, schön, schön. Dankeschön. Oh, da freue ich mich. Oh, cool. So, ein bisschen dekorieren hier. Kann man sehen, ja. So, und dann kommen hier noch Vintage-Blöcke. Oh, die sind auch toll. Oh, so viel Bastelmaterial wieder. Ich blätter mal ein bisschen durch.
so schöne Motive. Toll, das finde ich toll. Ja, da lässt sich allerhand draus basteln. Schön, vielen lieben Dank. Oh, jetzt kommen hier noch ein paar Sticker. Wenn ich das richtig sehe, ja, Sticker sind das. Die sind auch schön. Mit dem Heißluftballon hier und den Muscheln. Toll. Und hier sind noch ein paar Fingerzeige. Auch nicht schlecht. Dankeschön. Und jetzt haben wir hier noch so Basismaterial zum Verbasteln. Das finde ich auch toll. Ich mache auch gerne solches Art Packpapier. Das finde ich schön. Es hat so was Natürliches. Das ist toll. Vielen lieben Dank. So, jetzt machen wir wieder was. So, jetzt zaubern wir erstmal wieder ein bisschen. Und das zaubern wir jetzt beiseite und dann gucken wir uns nochmal die nächsten Päckchen an. Aufgepackt. Jetzt haben wir ausgepackt und jetzt gucken wir uns die tollen Sachen an. Und zwar haben wir hier so ein Notizbüchlein zum Gestalten. Das finde ich auch schön. Das ist cool. Hier so mit einer kleinen Tasche noch. Mal schauen, was wir draus zaubern. Und hier nochmal so eine kleine Sticker. Die finde ich niedlich. Ich habe hier so eine Stanze. Die sieht aus wie ein Schrank oder die ist ein Schrank, so mit Türchen zum Öffnen, oder kann man die so reinstellen? Das ist eine schöne Idee. Cool. Vielen lieben Dank. So, dann haben wir hier noch was Süßes. So allerhand kleine leckere Sachen. Oh, jetzt muss ich doch mal knistern. Moment, ich habe nicht mal, ja, eine Schere bei der Hand. Momang, Momang, klein Momang. So, jetzt haben wir es geköpft. Oh, wei. Tic-Tac, oh, niedlich. Was, das ist eine leer? Hast du schon aufgegessen, wa? Nee, so geht das ja nicht. Oh, was ist das denn hier? Ah. Brausepulver. Und hier ist was. Leckeres Popping Candy? Mal gucken. Oh, hier sieht ja interessant aus. So eine sauren Stangen, war? Mal gucken. Das hier. Ah, Kaugummi. Oh, Na, dann schauen wir mal. So, jetzt haben wir hier was ganz Niedliches und zwar diese kleinen aus Sperrholz ausgesägten Auflegerchen. Die finde ich ja auch niedlich. Oh, wie süß. Vögelchen so niedlich. Schmetterlinge. Die sehen auch immer schön aus auf Pocketletter oder auf Karten. Könnte man vielleicht auch mit Medaillons in Verbindung bringen. Mal gucken. Sieht vielleicht auch schön aus, wenn man so Medaillons gestaltet. Ja, da habe ich bestimmt schon ein paar Ideen im Kopf. Da habe ich. Da wird sich ganz sicher etwas finden, was wir damit machen können. Vielen lieben Dank. Ja. So, was haben wir noch Feines? Oh, hier, guckt euch das an. Eine Schablone, eine Standschablone als Schlüssel. Oh, vielen lieben Dank. Oh, so eine Embosslitz-Schablone finde ich ja toll. Das ist gleich geprägt. Wenn man es denn stanzt, prägt es auch gleich alles. Oh, vielen lieben Dank, da freue ich mich.
Oh, das ist aber sehr nett von dir. Dankeschön, liebe Anja. Oh, schön. Cool. So, jetzt kommt der Karton für die Jäger und Sammler. Yeah! Und dann so tolle Spitzen hier drinne. Vielen lieben Dank. Oh, cool. Die finde ich auch toll. Auch hier mit dem Band so durchgezogen. Das finde ich hübsch. Schön. Hier. Oh, hier, guckt euch das an. So viel tolles Washi-Tape. Oh, ist das schön. Vielen lieben Dank. Oh, guckt mal hier. Ja, hier. Oh, das finde ich ja toll. Oh, yeah. Oh, hier alles so. Oh, das ist ja so breit. Das ist ja auch schön. Und hier so ein schönes Muster. Oh, ich möchte basteln. Ist das toll. Da wird sich Gabrielchen auch freuen. Sie hat nämlich gerade gestern gebastelt und gesagt, oh, ich suche sowas Rosanes. Habe ich gar nicht. Oder haben wir gar nicht so viel. Und das glaube ich hier, das gefällt mir wieder aus dem Bild. Das wird ihr auch gefallen hier. Oh, na denn mal los. Oh, guckt doch hier, geht noch mehr. Was mache ich denn immer hier? Hier hinhalten bitte. Ja. Oh. So schöne Sachen. Oh, cool. Oh je. Yeah. Vielen lieben Dank, Anja. Da freue ich mich. Oh. Hier, das ist auch cool. Oh. Da ist ja nicht so übermäßig viel drauf, aber das ist ja auch gar nicht wichtig. Hauptsache, man hat viel Washi-Tape. Yeah! Dann hier noch in lila. Toll. Oh, dann dieses Schächtelchen. Das kann ich auch gleich verwenden. So, dann haben wir hier noch das kleine Päckchen für Gabrielchen. Das zeige ich euch auch mal, was da drin ist. So sieht es aus. Ich mache es gleich noch wieder zu, wenn ich es rausgenommen habe. Dann können wir uns die Schachtel noch mal angucken. Die sieht auch ganz toll aus. Und zwar sind hier so coole Kekse drin. Stellen wir mal beiseite. Und dann noch mal hier die leckeren Tic Tac. Und auch noch mal Washi-Tape und Spitzenborte. So schöne. Das mache ich ja gerne. So hellblau. Diese weiße Borte, da freut sie sich bestimmt drüber. Das weiß ich ja. Dann haben wir hier noch einen kleinen Stempel. Der ist auch toll. So niedlich mit dem Sträußchen. Ich weiß gar nicht, ob den haben wir nicht. Wir haben ja auch allerhand. Aber ich stempel ja nicht so übermäßig viel. Aber wir gucken mal. Vielen lieben Dank. Haben wir noch hier Schönes drin? Auch noch einen kleinen Stempel mit dem Herz drauf. Das finde ich auch schön. So ist es praktisch. Finde ich gut. Toll. Und noch ein Schneckchen. Das ist ja auch drollig. Hey, wie geht's? Yeah. Doch schön. Juhu. Tolle Bastelsachen. So, jetzt mache ich mal die Kiste wieder zu. Dann könnt ihr sie euch mal angucken. Die sieht ganz toll aus. Hier so mit dem tollen Embossing-Pulver. Das finde ich ja wunderschön, die Farbe. Oh ja, so sieht es besser. So sieht es besser. So kann man es besser erkennen. Und auch der schöne Schmetterling hier, das ist niedlich. Und hier die Pünktchen drauf gestempelt. Dann hier die Schleife drum. Das ist hübsch. Vielen lieben Dank. So, jetzt haben wir hier noch eine Kiste mit Just for You. Na, da freue ich mich schon, was da Just for drin ist. Das ist auch aufgestempelt, wie es aussieht. Toll. Da gucken wir gleich rein. Und dann hier haben wir noch dieses
Wunderschöne Schächtelchen, das finde ich ja auch hübsch. So die Form. Da habe ich ja dann gleich eine Schablone, wenn ich es mir auseinander mache. Dann klebe ich es wieder zusammen, aber vorher mache ich mir noch eine kleine Schablone von. Gucken wir mal, was drin ist. Aha. Oh. Fläschchen? Embossingpulver? Du bist ja verrückt, das sollst du doch nicht machen, wenn du selber so wenig hast und mir dann noch was davon abgeben. Vielen Dank. Oh, danke schön. Also, das macht man doch nicht. Ich gebe aber auch gerne ab. Vielen lieben Dank, Anja, da freue ich mich. Oh, toll. Hier dieses Aquamarin-Embossing-Pulver, das hier auch drauf ist. Oh, ist das toll. Vielen lieben Dank. Oh, ist das schön. Probiere ich nachher gleich aus. Und auch den Schlüssel stanze ich mir gleich aus nachher. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Was hier noch drin ist. Oh, was zu futtern. Ja, gibt es ja gleich ein Käffchen und dann gibt es die Kekse. So, vielen Dank. Das ist ja niedlich. Du denkst an alles. Cool. So. Das waren alles die wunderschönen Sachen von der lieben Anja. Vielen lieben Dank, liebe Anja. Ich habe mich sehr gefreut. Das sind alles schöne Sachen, kann ich alle ganz toll verwenden. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Basteln und eine wunderschöne, kreative Woche und immer zauberhafte Ideen im Gepäck. Bis bald, meine lieben Kreativen. Tschüssi, Anja.